Hallo ihr Leseratten und willkommen zu einem Aussortiert-Video. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Aussortiert-Video. So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Aussortiert-Video. Ich habe jetzt nur einen kleinen Stapel auf meinem Schoß. Und ich habe auch gar keine Zahlen gerade, aber das werden wir gleich alles machen. Wir sind gerade alle umgefallen. Alle durcheinander gewirbelt. Und ich bin noch nicht so ganz wieder fit. Von daher ist das gerade nicht so gut. Aber gut. Schaffen wir. Schaffen wir. So. Ich möchte euch zeigen, welche Bücher ich aussortiert habe. Und wie immer gilt, zuerst kommt mal zuerst, wenn jemand eins der Bücher haben möchte, einfach schreien. Und dann kriegen wir schon eine Lösung hin. So. Alles klar. Ich fange an mit dem ersten Stapel. Und zwar, hier kann man auch die Klippchen alle rausnehmen, ne? Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Ich sehe dich von Janet Clark. War schon mal beim Weiterlesen, ja, ne? Hat zwar ein Klippchen oben gehabt, aber ich bin gerade dabei, einfach auszusortieren, wo ich denke, wo ich immer wieder überlege, lese ich es wirklich und lese ich es wirklich, ja, so. Es kann auch sein, dass es wird wahrscheinlich noch. Einige werden noch fliegen. Und das hier ist wahrscheinlich das Größte. Auf einmal, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich habe einfach gegriffen. Einfach gedacht, so nee, raus. Und das hier war jetzt eins davon. War, glaube ich, schon zweimal beim Lesen ja online. Und weil ich zweimal anfangen muss, zu überlegen und überhaupt weg. So, dann haben wir Annika Brünn, die in sechste Nacht. Ach, das war, glaube ich, schon beim Weiterlesen ja online. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist ja auch Wumms. Dann haben wir Hakan Nessan, der Kommissar und das Schweigen. Nochmal Hakan Nessan. Münsters Fall. Hier ist leider so ein blöder Aufkleber von. Ich verstehe nicht, warum man so eine Bookcrushing-Aufkleber aufs Cover kleben muss. Ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Dann haben wir Wolf Creek, höllisches Outback von Greg McLean und Aaron Sterns. Okay. Richard Bachmann bzw. Stephen King, Sprengstoff. Dann haben wir die Band 3 und 2 und 3. Ich weiß aber nicht welcher ist, weil ich hatte nie Band 1. Ich hatte irgendwann Band 2 oder Band 3. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, welches zuerst. Ich bin mal bis jetzt beide aussortiert, weil ich habe keine Lust mehr. Die Rückkehr der Goblins und der Krieg der Goblins von Jim C. Heinz. Und der erste Band zwar, aber auch da, das habe ich auch schon ewig hier rumfliegen und nicht gelesen und ich habe auch gerade keine Lust. Wenn ich irgendwann mal wieder auf eines der Bücher Lust haben sollte, kann ich es mir immer noch wieder neu bzw. gebraucht besorgen. Das ist nicht das Problem. Flusen, ich bin voller Flusen. Und zwar Die Mächte des Feuers von Markus Heitz. So, das war Stapel 1. Ich schiebe mal ein bisschen zur Seite, damit ich Platz habe für die nächsten. So, schnappen wir uns den nächsten Stapel. Oh Gott, nicht umschmeißen bitte. Hui. Und das hier ist der nächste Stapel. Jetzt werden wahrscheinlich einige schreien und denken so, warum sortierst du das aus, das ist so gut. Inzwischen weiß ich, die Meinungen sind sehr gespalten bei dieser Reihe. Und ich habe den ersten Band bis Seite 140 ungefähr kurz nach gelesen und fand es ganz furchtbar und habe gedacht, nee, tue ich mir das nicht mehr an, sortiere ich aus Band 1 und 2. Und zwar Caraval von Stephanie Garber. Das hat mir so gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, was ich für das Buch sagen möchte. Die Protagonistin war ganz, ganz furchtbar. Ich habe so gehört, dass es in Band 2 ihre Schwester geht. Aber die war auf jeden Fall besser. Aber ich dachte mir so, nee. Und zwar Legendary kann dann ebenfalls auch gehen. Ich habe den dritten Band nicht hier. Sind auch ohne Farbschnitt oder sonst irgendwas. Aber ja, die dürfen gehen. Dann habe ich hier, da habe ich auch das hätte ich schon tausendmal aussortiert. Keine Ahnung. Bleiche Knochen. Flusen. mit Fusseln, wenn jemand möchte. Manchmal habe ich auch schon mal auch so ein
Kann aber auch weg. Nehmen wir die Klebchen hier raus, die brauchen wir nicht mehr. Ja, von Gay Longworth. Das nächste ist das Kopernikus-Syndrom von Henry Löwenbruck. Ja. Als nächstes Dunkel ist die Nacht von Kate London. Dann haben wir ein ganz tolles Buch. Das ist Wolfgang Kuhlbein, Moment, Captain Nemos Kinder, und zwar die Schwarze Bruderschaft. Mit Farbschnitt. Was haben wir hier drin? Achso. Das nächste Buch hat dann ein Cover, ist ebenfalls von die Kinder, Captain Nemos Kinder, und zwar die Steine der Pest, ebenfalls mit Farbschnitt in Grün. Aber ja, auch die habe ich, das ist auch nie der erste Band, und da habe ich irgendwann ist gedacht, so, ne, komm, weg. Ich habe Haare. So, dann haben wir, ach, das war so ein, siehst du, wusste ich auch gar nicht mehr, das ist nur so ein, ich weiß nicht genau. Mary Jane Clark, versteck dich, wenn du kannst. Mohader, Haut. Das war zwar ein okay Buch anscheinend, aber ich habe einfach keine Lust. Ich greife nicht danach, ich habe keine Lust. So, das war Stapel 2. Wir haben noch zwei Stapel. So. Und zwar zum einen Jens Östergaard, Das Licht des Bösen, war auch schon mal beim, sollte auch ja schon zum zweiten Mal drin sein. Und von daher, nö. Das war sogar beim Bukopoli bei, oh, ich habe das eine Buch auch gar nicht hier. Das soll ich vielleicht gleich mal holen. War beim Bukopoli bei ausgelost geworden, es war irgendwie so ein, war das das eine Subleiche oder irgendwas anderes? Auf jeden Fall war es ein Bukopoli bei. Im Kinderzimmer von Frances Fifield. Aber auch darauf habe ich keine Lust. Sonst brauche ich das andere Buch, weil das hier ist Band 2. Sekunde. So. Auch wieder zwei Bände, die ich aussortiere, weil mir, ich habe da es angelesen beim Trial Chapter und werdet im Trial Chapter sehen, was ich dazu sage. Auf jeden Fall sind es aussortiert. Bis du tot bist von Becky Masterman und Der stille Sammler von Becky Masterman. Band 1 und 2. Genau. So. Ups. Dann wieder ein Wolfgang Kuhlbein und zwar ein Netzer Spinnen Videokill. Dann habe ich aussortiert. Schon wieder mit Flusen. Meteor von Dan Brown. Und Diabolos von Dan Brown. Ich habe Dan Brown gerade keine Lust. Ich lasse zwar die, Gott, wie hieß er? Also Illuminati und so, die lasse ich noch. Die habe ich ja noch hier, die vier Bände. Erstmal habe ich das gelesen. Aber ja, im Moment habe ich noch keine Lust. Robert Langdon, oder? Hieß der nicht so? Aber ich möchte es noch probieren. Gerade weil ich den, das Symbol in dieser wunderbaren Sonderausgabe habe. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Noch bleiben sie, auch wenn ich gerade keine Lust habe, sie zu lesen. Aber ja, ich glaube, wenn ich sie anfangen würde, dann wäre es wieder gut. Kann ich mir vorstellen, auf die beiden habe ich deswegen keine Lust mehr. So, kommen wir zum letzten Stapel. Oh Gott, und der ist der höchste, oder was? Moment, ich komme gleich klar. Bestimmt. Oh Gott, Hilfe. Alles klar. So, dann haben wir hier das Pfefferkuchenhaus von Karin Gerhard, Gerhardsen? Oh Gott. Gerhardsen. Ist nicht schwer auszusprechen. Ich habe keine Ahnung, was mein Gehirn gerade für einen Namen draus gemacht hat. Da hatte ich auch schon mal angefangen zu lesen. Ich bin auch relativ weit gekommen. Hatte ich keine Lust mehr. Irgendwie war das also lahm. Wollte es mal zum Trial Chapter packen, habe es ja nicht gemacht, weil ich dachte, komm, ich weiß eh nicht, worum es geht. Wenn ich jetzt mittendrin anfange zu lesen, macht es einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich aussortiert. Das hier war auch schon mal im Trial Chapter gewesen, habe ich für nett befunden, wollte es weiterlesen. Aber wie gesagt, Engelssache von Kate the Cat Martin. Moment, das hier ist wirklich rigorosa aus. Es fällt gleich alles runter.
Dann ebenfalls Band 1 und 2 von einer Reihe, Trilogie, ich weiß gerade gar nicht, von Jonathan Nessor, Angstspiel und Der Sohn des Teufels. Auch da, ich weiß auch gar nicht, worum es geht, aber ich habe einfach keine Lust. Es reizt mich gerade einfach nicht. Genau, das kann man eher sagen. Es reizt mich gerade nicht, wenn ich es sehe, denke ich mir so, pff, ja, nee. Und genau so gehe ich jetzt immer vor. Es gibt zwar noch immer welche, wo ich denke so, aber nach und nach. Das war schon mal mit Twilight Chapter. Hatte ein Tippchen nach oben. So. Und zwar Schwarze Wahrheit von Hank Filippini. Filippi? Ja, Rain. Ah je. Und dann haben wir den Totenprediger von Mark Roberts. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hinpacken soll. Ich mache gerade nur ein Streichstapelchen viel. Und Echo der Vergangenheit von Mark Barnes ist der erste Band einer Reihe. Aber auch das, ich habe keine Lust. Genauso wenig auf Engelsbrut von Andrea Gutschera. Auch das darf gehen. So, das waren, ich weiß nicht, wie viele aussortierte Bücher. Ich gucke jetzt mal nach, bin gleich wieder da und sage euch die genaue Zahl der Bücher, die ich im November aussortiert habe. Denn es gibt noch ein paar viele E-Books, beziehungsweise ich habe jetzt im Dezember auch schon welche aussortiert, aber im November habe ich auch schon angefangen, E-Books auszusortieren und das sind nicht wenige, deswegen einen kleinen Augenblick bitte. Okay, ich habe ein Buch abgebrochen, das ist Caraval und zusätzlich 112 Bücher aussortiert. Davon sind 82 Bücher alleine E-Books, die blende ich euch jetzt natürlich nicht ein, die sind einfach gelöscht und fertig. Ich habe es zwar in meine Liste eingetragen, damit ich auch weiß, dass sie aussortiert sind und ich irgendwann gucken muss, habe ich das noch, habe ich das nicht? Okay, beim Kindle würde ich es dann sehen, aber ja. Von daher, das ist eine große, große Erleichterung, dass ich über 100 Bücher vom Sub verschwinden lassen habe. Im Prinzip könnte man das machen, dieses Sucht auf meiner Wunschliste nach einem neuen Buch, was ich kaufen soll, aber das machen wir alles im nächsten Jahr. Und nicht dieses Jahr mehr. Von daher, ja, bin ich wirklich sehr glücklich darüber, wie viele Bücher gehen durften. Und vielleicht, wie gesagt, ja, was davon gesehen, was ihr unbedingt haben möchtet, dann sagt mir gerne Bescheid. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.